über ein Venta LW15, das ist der kleine auf der linken Seite, und dann Venta LW25. Das sind die aktuellen Modelle von der Firma Venta, die zwar so ein Luftbefeuchter und Luftfilter in einem System und haben sich bei mir in der Wohnung wirklich sehr, sehr gut bewährt. Zu den Hauptunterschieden: beim Venta LW15 habe ich nur zwei Stufen und beim Venta LW25 habe ich drei Stufen. Das ist Geschwindigkeitsregelung vom Fan im Inneren dieses Gerätes. Man sieht da die kleinen Propeller, da ebenfalls. Okay. Der größte Unterschied zu den Vorgängern, die haben LW14 und LW24 Kassen, sind jetzt die zwei Netzgeräte. Und meine Leistungsmessung hat ergeben, dass beide zwischen 3 und 5 Watt Strom verbrauchen, was absolut gering ist. Die Vorgänger haben noch 30 Watt gebraucht und ja, wenn das den Winter überläuft, merkt man den Stromverbrauch noch schon. Ja, mechanisch ist der Unterschied. Der LW15 misst 30 cm in der Höhe und 25 cm in der Breite und in der Tiefe 27 cm. Der LW25 misst in der Breite 30 cm, in der Tiefe ebenfalls 30 cm und in der Höhe haben wir da 33 cm. Ja, im Inneren, wenn man den Deckel herunternimmt, ist eine kleine Walzen drin, die wird mit dem Motor oben nachher langsam mit angetrieben und fischt sich das Wasser immer von unten auf und die Platten, die man da drinnen sieht, sieht man das vielleicht etwas näher, werden mit Wasser ständig benetzt und der Luftstrom kommt von oben ständig nach unten und drückt die staubige Luft eben bei den Platten vorbei und der Staub bleibt an den benetzten Platten hängen und wird natürlich, sobald sich das weiter dreht, mit Wasser wieder abwaschen. Oben ist wieder frischer Wasserfilm und ja, so geht das, bis eben der Wasserstand unter einem gewissen Level fällt. Wenn ich das jetzt rausnehme, da drin haben wir zwei Kontakte und wenn der Wasserstand unter diese Kontakte fällt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das heißt, es läuft im trockenen Zustand nicht weiter, wobei im trockenen Zustand war eigentlich wurscht, dann dreht sich das halt einfach so weiter und ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, wenn Kunststoff auf Kunststoff rennt, dass das verreiben könnte, durch das, dass sich eben das so langsam dreht, keine Gefahr. Aber das Gerät schaltet sich eben aus. Beim LW25 kann man noch so einen kleinen Griff, wo man die Walzen rausnehmen kann. Beim LW15 ist der Griff nicht vorhanden. So schauen die Walzen aus, wenn man es rausnimmt. Beim LW15 ist ein kleines, ja, es schaut aus, als wenn es gelagert wäre, ist aber nicht. Es ist einfach nur der Ring da in der Mitte dreht sich. Beim LW25 dreht sich, das heißt, das Griffgestänge bleibt starr und der Innenteil, die Walze, dreht sich. Wobei die Walze, wenn ich das angreife, vom LW25 schon um ein, ja, merkbar schwerer ist als die Walze des LW15. Ja, im Betrieb von der Lautstärke kann ich nicht sagen, der Venta LW15 ist auf der zweiten Stufe gleich laut als der Venta LW25 auf der zweiten Stufe und beim 25er ist ab der dritten Stufe geht wirklich viel durch. Ja, wie schaut das jetzt aus, wenn man einen Venta einschaltet und kein Wasser drin hat? Dann probiert er sich kurz los. Natürlich merkt er, dass kein Wasser drinnen ist und es kommt die rote Lampe. Von der Luftfilterwirkung und der Staubfilterwirkung, ich bin jetzt ein Nichtraucher, ja, ich muss sagen, beide Geräte haben sich wirklich wunderbar bewährt. Man sieht, ich wechsle das Wasser täglich, dann spare ich mir einfach dieses künstliche Mittel, dass das Wasser keimfrei hält, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Mittel da nicht in die Luft gepustet wird, darum lasse ich es komplett weg. Betreibe den nur mit reinem Wasser und wasch bzw. wechsle das Wasser einmal am Tag. Man merkt auch schon, wenn das Gerät 24 Stunden gelaufen ist, da befindet sich wirklich viel Staub im Wasser drinnen. Man sieht es wirklich, dass der Staub echt aufgefangen wird und in der Wohnung
da spart man sich ja, jedes zweite Mal Staubwischen. Das heißt, ich brauche jetzt nur mehr einmal in der Woche Staubwischen. Früher habe ich müssen alle jeden zweiten, dritten Tag Staubwischen. Ja, das bringt wirklich was. Ja, soweit zu meinen LW15 und LW25. Ich werde mir beide Geräte sicher behalten und ich bin sehr begeistert von den zwei Geräten. Ja, okay, ich mache jetzt ein kleines Video über den Venta LW15. Das ist der kleine auf der linken Seite und dann Venta LW25. Das sind die aktuellen Modelle von der Firma Venta. Die zwei sind Luftbefeuchter und Luftfilter in einem System und haben sich bei mir in der Wohnung wirklich sehr, sehr gut bewährt. Zu den Hauptunterschieden. Beim Venta LW15 habe ich nur